Boah, heute ist mir was passiert, was mir noch nie passiert ist. Der Grünkohl ist mir ausgegangen. Der Grünkohl ist mir tatsächlich ausgegangen. Ich habe heute tiefgefrorenen Spinat genommen. Ich bin gespannt, ob mir das Mutter wieder überhaupt schmeckt. Ansonsten sind drin ungeschälte Hanfsamen, Buchweizen, Ginsengpulver, Neempulver, dann Gerstengraspulver, Moringapulver, Weizengraspulver, eine gefrorene exotische Früchtemischung, gefrorene Spinat, wie ich schon gesagt habe, gefrorene Himbeeren, frischer Apfel, frischer Petersilienwurzel, dann Bananen, Feigen, ein rote Beete und frischer Kurkuma. Genau. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das jetzt wirklich schmeckt. Ach, eine Möhre war noch dabei. So, jetzt gibt's einen richtig geilen Zedernuss-Kreuzkümmel-Weißkohlsalat. Eine ganz interessante Kombination. Ich habe lange getüftelt und natürlich wird das wieder ein Rezept und bin total stolz drauf und das kommt auch die nächsten Tage, beziehungsweise vielleicht im Food Diary könnte es schon da sein. Wenn, dann ist es verlinkt. So, und zum Abend gibt es wieder Bananen. Ich war heute wieder bei Kaufland und ja, die Bananen, die ihr hier seht, also das sind insgesamt 7 Stück, die haben gerade mal 40 Cent gekostet, sind natürlich jetzt hier kein Bio, aber bei dem Preis und dass sie so halbwegs reif sind, da konnte ich nicht Nein sagen und deswegen gibt es heute zum Abend Bananen. So, jetzt gibt es noch 200 Gramm Datteln als Betthopfer. Das ist mal eine ganz schöne Kalorienbombe, aber ich merke, ich habe noch richtig Appetit und auch ein bisschen Hunger, aber mehr Appetit. So, es ist wieder morgens und ich habe Grünkohl wieder. Aber das mit dem Spinat hat mir gestern gar nicht so schlecht geschmeckt, dass ich einfach mal gedacht habe, ich mache einfach beides rein. Ich habe ja so wenig drin bei mir. Also ab heute ist auch Spinat immer drin. Wir fangen von unten an. Es ist Buchweizen, das sind ungeschälte Hanfsamen, das ist Lysin, das bald alle ist und damit dann nicht mehr reinkommt. Dann Weizengras, Gerstengras, Moringa, Neempulver, Ginsengpulver, frischer Kurkuma, gefrorene Himbeeren, gefrorene exotische Früchtemischung, gefrorener Grünkohl und gefrorener Spinat. Dazu frische Bananen, frischer Apfel, frische Kaki, frischer Granatapfel, frischer Brokkoli, frische Petersilie, frische Petersilienwurzel, frische rote Beete und das lasse ich mir jetzt schmecken. So, jetzt gibt es eine Pizza aus Dinkel-Vollkornmehl, meine vorletzte Pizza. Morgen werde ich wahrscheinlich auch noch eine essen, ansonsten ist ja dann ab Donnerstag glutenfrei Challenge und ja, deswegen werde ich mir die Pizza besonders gut schmecken lassen. Ich habe mich lange heute hingesetzt und überlegt, was ich denn heute zum Frühstück zu mir nehme und ich habe mich dann irgendwie für einen Smoothie entschieden. Ja, also heute gibt es Buchweizen, Hanfsamen, Moringa, Gerstengras und Weizengras. Dazu gibt es gefrorenen Spinat und gefrorenen Grünkohl. Diese beiden Sachen werde ich jetzt einfach übernehmen, also nicht nur Grünkohl, sondern Spinat und Grünkohl. Dazu haben wir gefrorene Himbeeren, gefrorene Melonenstückchen und weitere gefrorene tropische Früchte, frischen Kurkuma, Chlorella-Algen und Kelbalgen, dazu etwas Lysin und dann kommen wir schon zu den frischen Sachen. Das wären Brokkoli, Mangold, Möhrenkraut, Petersilie, rote Beete, Feige, Apfel, Granatapfel, Petersilienwurzel und das war's. Genau, mein Frühstück. So, wir haben jetzt noch einen Tag vor der glutenfreien Challenge und das bedeutet, ich werde jetzt meine letzte Pizza machen und ja, die werde ich mir jetzt besonders schmecken lassen, weil ich weiß, mindestens 30 Tage gibt es jetzt kein Gluten. Und ob es vielleicht eine Pizza gibt, das werde ich dann in den Rezepten sehen von der glutenfreien Challenge. Zum Mittag gibt es jetzt meine letzte Pizza, bevor es dann heißt, ab morgen glutenfreie Challenge. Und ja, ein letzter Schwenk. Und dann meistens gibt es noch Abendbrot. Vielleicht ziehe ich mir da noch ein Brötchen rein oder so. Das ist nicht der Blick ins Klo, sondern das ist mein Smoothie. Das oben sind Spinat-Tabletten, würde ich die einfach mal nennen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt morgens mein Smoothie gemacht und darin sind drin von unten Buchweizen. Buchweizen ist glutenfrei, weil es eigentlich gar kein Weizen ist. Dann ist drin ungeschälte Hanfsamen, Gerstengraspulver, Moringa und Weizengraspulver. Dazu habe ich noch ein bisschen Neempulver reingemacht und etwas Ginseng. Dazu habe ich Chlorella-Algen und Kelbalgen reingemacht, gefrorene Himbeeren, gefrorene tropische Früchtemischung, gefrorener Grünkohl, gefrorener Spinat. Und das wird jetzt mein Frühstück sein. Normalerweise kommt da eigentlich noch ein Apfel rein und frische Bananen, aber ich habe irgendwie den
das Gefühl, dass das irgendwie nicht sein soll. Von daher belasse ich das dabei und ja, werde so in den Tag starten. So, mittags gibt's jetzt ein paar Bananen. Ich werde wahrscheinlich alle essen, das sind ungefähr 7 Stück und nicht nur ungefähr, sondern das sind genau 7 Stück. Und die werde ich mir jetzt einverleiben und ich hoffe, dass ich danach satt bin. Wenn ich danach nicht satt bin, dann muss ich überlegen und dann nehme ich eventuell wieder auf. Aber ich denke mal, das wird reichen. So, und zum Abend gibt es noch eine Packung Sauerkraut mit Kümmel. Das ist ja so direkt aus der Packung. Die wird wahrscheinlich pasteurisiert sein, das heißt nicht so cool, aber glutenfrei. Und darum geht es ja heute. Und es war nicht nur glutenfrei, sondern das war heute ein rohköstlicher Tag und ich fühle mich eigentlich richtig geil. Das liegt nur daran, weil ich das Frühstück relativ spät eingenommen habe, nämlich zum Mittag. Und ja, ich bin begeistert, dass das heute so gut geklappt hat. Pizza hatte ich gestern gegessen und vorgestern habe ich heute logischerweise weggelassen. Und hatte auch nicht mal wirklich einen Gedanken dran, sondern muss sagen, bin halt eigentlich gut bequem und über die Runden gekommen und fand es jetzt nicht irgendwie als Challenge. So, jetzt geht's wieder los. Der Tag mit einem Smoothie. Und zwar ist heute drin, fangen wir mal von oben an. Rote Beete, Äpfel, Bananen, Mangold von Möhren, das Kraut, dann Spinat und Grünkohl, Himbeeren, dann so eine exotische Tropenfrüchte-Mischung, dann Buchweizen, dann ungeschälte Hanfsamen, Moringa-Pulver, Gerstengras, Weizengraspulver, Nebenpulver, Ginsengpulver. Ja, genau. Und da werde ich jetzt sozusagen den Tag starten. Jetzt auch noch relativ früh am Morgen. Das heißt, heute werde ich wahrscheinlich ein richtig deftiges Mittagessen wollen. Und da bin ich schon gespannt, was ich mache. So, und zum Mittag gibt es einen Wildreissalat. Und zwar ist das Wildreis, den ich über 3 Tage eingeweicht habe in kaltem Wasser. Das heißt, ich habe ihn nicht gekocht, sondern ich habe ihn in kaltem Wasser eingeweicht. Rohkostqualität, natürlich mehr Vitamine, Mineralstoffe, bla bla bla. Es schmeckt einfach geiler, weil er viel nussiger schmeckt und er wirklich bloß eingeweicht ist. Und dazu habe ich halt Gurken, Zwiebeln, Schnittlauch und Tomaten gemacht. Und ja, Olivenöl, Essig, dazu noch ein paar Kräuter der Provence, Salz und Pfeffer. Salzsole und Pfeffer wollen ja genau bleiben. Ja, und das ist ein richtig geiler, auch sättigender Salat durch den Wildreis. Halt, ein Wildreis, das habe ich schon immer gemacht, seit Dezember, wo ich das erste Mal festgestellt habe. Wildreis einfach nur 3 Tage in kaltem Wasser einlegen. Und dann schmeckt er richtig, richtig geil. Und ja, absolute Empfehlung der Wildreis. So, und heute Abend bin ich mal gespannt. Ich weiß es noch nicht. So, der Abend ist gekommen. Und zwar habe ich die Wahl zwischen Äpfeln aus dem Garten, wo ich extrem Apfelüberschuss zurzeit habe, oder ich habe hier noch so einen selbst glutenfreien Pizzateig gemacht aus Kichererbsenmehl, Flohsamenschalen und Hefe und Wasser. Ich weiß nicht, ob das was wird. Ich habe einfach mal instinktiv die Sachen zusammengeschmissen. Ja, entweder ich nehme das oder ich nehme das. Ich habe mir schon entschieden, ich wollte euch bloß mal teilhaben lassen, was ich sozusagen an Auswahl hatte und habe mich letztlich für die Äpfel entschieden. Ja, ich habe die Äpfel. Erstens müssen sie weg und wenn ein Teig noch ein bisschen gehen kann, ist es auch nicht so schlecht. Und zum anderen habe ich irgendwie eher so Süße, will ich was Süßes und eine Pizza ist eher was Herzhaftes. Von daher werde ich heute Abend diese 4 Äpfel jetzt essen. Und jo, und damit ist der zweite Tag auch rohköstlich vonstatten gegangen. Und boah, mal sehen, wie es morgen wird. Morgen wird es eigentlich mit Sicherheit nicht rohköstlich, weil dann werde ich mich hier an die Pizza machen, weil ich mal sehen will, ob die gut schmeckt. Jo, das soll es vom zweiten Tag gewesen sein. So, heute wird ein sehr, sehr interessanter Tag, weil ich jetzt früh quasi nur den Smoothie zu mir nehme und danach auswärtig bin. Mal gespannt, wie das mit dem glutenfrei wird. Entsprechend werde ich das Video auch erst morgen hochladen können, weil ich ja heute den ganzen Tag nicht da bin, inklusive der Nacht. So, also, was haben wir heute drin? Wir haben heute drin, was ich die ganze Zeit vergessen habe, ist dieses MSM-Pulver. Und davon bin ich begeistert, da mache ich aber noch ein eigenes Video dazu. Also MSM-Pulver ist drin, dann Buchweizen und ungeschälte Hanfsamen. Lukuma ist drin, dann ist drin Moringa, Gerstengras, Weizengras, Ginsengpulver, Nebenpulver, dann ist drin Chlorella-Algen, dann Kelp-Algen, dann exotische Früchtemischung, Himbeeren, Grünkohl und Spinat, Bananen, Äpfel und relativ viel Sellerie heute. Und ich vergesse meistens immer so 4-5 Zutaten, aber hoffentlich erwähne ich immer mal alles irgendwie. Ne? Also ihr habt zumindest den Eindruck, was es jetzt gibt.
So, heute wird ein sehr, sehr interessanter Tag, weil ich jetzt früh quasi nur den Smoothie zu mir nehme und danach auswärtig bin. Mal gespannt, wie das mit dem glutenfrei wird. Entsprechend werde ich das Video auch erst morgen hochladen können, weil ich ja heute den ganzen Tag nicht da bin, inklusive der Nacht. So, also, was haben wir heute drin? Wir haben heute drin, was ich die ganze Zeit vergessen habe, ist dieses MSM-Pulver. Und davon bin ich begeistert, da mache ich aber noch ein eigenes Video dazu. Also MSM-Pulver ist drin, dann Buchweizen und ungeschälter Hanfsamen. Lukuma ist drin, dann ist drin Moringa, Gerstengras, Weizengras, Ginsengpulver, Neempulver, dann ist drin Chlorella-Algen, dann Kelbalgen, dann exotische Früchtemischung, Himbeeren, Grünkohl und Spinat. Bananen, Äpfel und relativ viel Sellerie heute. Und ich vergesse meistens immer so vier, fünf Zutaten, aber hoffentlich erwähne ich immer mal alles irgendwie, ne? Also, ihr habt zumindest den Eindruck, was es jetzt gibt. Ach Quatsch, das geht schon. So, auf der Fahrt hierher und bisher habe ich gegessen Cashewnüsse und Delikatesse Feigen. Das hat mir sozusagen, ja, bisher sozusagen den Tag gerettet. Und jetzt mache ich Möhren. Und Walnüsse und Cashewnüsse, das habe ich alles zusammen angebraten. Die hatten ja leider kein Öl. Und, ups, jetzt was beschlagen. Und das mache ich. Und dazu gibt es Kartoffeln. Das sieht man natürlich jetzt auch nicht, weil hier alles beschlagen ist. Genau. Kartoffeln und Möhren mit Nüssen. So, und das ist dann sozusagen jetzt mein Abendbrot. So, jetzt zum Morgen. Im kurzfristigen Urlaub gibt es einen knackigen Vitalteller. Vieles frische Obst, das sind Nektarinen, das sind Bananen, das sind Äpfel. Dazu ein paar Nüsse, Cashew und Haselnüsse. Alles das, was wir jetzt irgendwie noch auftreiben konnten. Gestern war ja Feiertag. Und ja, das ist jetzt mein Frühstück. So, das ist ein Zitronensorbet und ein Ananassorbet. Und das gibt es jetzt sozusagen, ja, so zwischendurch mal. So, jetzt sind wir wieder beim Smoothie angelangt. Ich bin wieder nach Hause gekommen und ja, das Erste, was ich mache, ist ein Smoothie. Das Smoothie ist eigentlich wie die letzten Tage auch so gewesen und da das ja ein Doppel-Posting wird, beziehungsweise im Food Diary eh schon 1000 Smoothies erwähnt sind, sage ich noch nicht mal alles. Smoothie, ja, wie immer, bis auf das heute ein bisschen mehr Sellerie reingetan habe und ich habe keine Bananen mehr. Und ansonsten alles dasselbe. Und das gibt's jetzt. So, und jetzt zum Abend gibt es jetzt hier noch Tofu und so einen Salat. Und zwar ist er aus Wildreis, aus Gurken, aus Tomaten, aus Zwiebeln und aus Schnittlauch. Dazu Öl und Essig, Salz und Pfeffer. Genau. Und das gibt's jetzt. Und damit habe ich auch diesen auswärtigen kleinen Ausflug überlebt, glutenfrei überlebt. Ich hoffe zumindest, dass die Zutaten alles glutenfrei war. Und ja, morgen geht's dann ganz normal weiter.